Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Folge 17. Don't Starve mit UFO-Mann. Hallo, es geht weiter. Wir wollen jetzt gar nicht mehr viel Zeit verschwenden. Mit der Perücke habe ich ja letzte Folge schon erklärt. Es geht weiter. Wir brauchen Nahrung. Wir brauchen Nahrung. So langsam komme ich wieder rein. Die Frage ist bloß, wo wir die Nahrung finden. Ich wollte ja eventuell in das Wurmloch. Da muss ich jetzt hier runter, okay. Weil die Insel ist ja da zu Ende. Oder wir gehen hier hoch. Das könnten wir natürlich auch machen. Gras brauchen wir auch. Ah, Bären sind gut. Okay, ausgraben noch. Mitnehmen, wenn es geht. Hier ist die Map schon zu Ende. Nochmal Bären, okay. Ausgraben. Einsammeln. Hau ab, du Rabe. Rabe doof. So, weiter geht's. Hier mit Facecam, meine lieben Freunde. Bei UFO-Mann ist nicht normal. Das ist mal eine Ausnahme. Mache ich jetzt nicht immer, aber ab und zu mal, wenn mir danach ist. Heute war mir mal danach. Weil ich bin ja so ein ganz verrückter Kerl. So, alle Büsche, die wir kriegen können, nehmen wir mit. Ach, guck mal einer an. Hier ist ja genau das, was ich brauche. Da brauche ich ja gar nicht... Da brauche ich ja vielleicht gar nicht ins Wurmloch. Also Gras braucht man ja immer ohne Ende, komischerweise. Das ist scheinbar hier die Hauptressource. Nun auch. Oh, Beeren. Nimm die Beeren mit. Den Strauch natürlich auch. So, 7 Tage. Bis jetzt wurden wir auch noch nicht bedroht. Gott sei Dank. Ach so. Der deutsche Mod ist jetzt wieder aktiviert. Ihr seht's ja. Hier, guck. Untersuche Gras. Nimm Möhre. Oh, geht automatisch im Rucksack. Das ist sehr schön. So, wir werden jetzt einfach mal nur sammeln, bis es dunkel wird. Und dann werden wir mal schnell zu unserem Lager zurückrennen. Holz haben wir ja für eine Nacht, denke ich mal, genug. Um an die Bienen ranzugehen, bräuchte ich, glaube ich, eine Waffe. Habe ich aber nicht. Eine Blume. Eine Möhre. Yeah. Nimm Setzling. Sind wir schon in der Nähe vom Lager? Oh, das ist aber weit weg. Schaffen wir das überhaupt noch, bis es dunkel wird? Das liegt hier ein Bumerang. Oh, cool. Mal probieren. Oh. Oh, ich hab Hunger. Mann. Wir werden jetzt mal ganz schleunig zurückrennen. Zu unserem Lager. Dann müssen wir da ein bisschen was essen. Schneller, Wendy. Hier. Juhu. So, legen wir gleich mal Holz nach. Und das macht man eigentlich mit diesen... So, jetzt müssen wir erstmal Bärenbus, können wir mal pflanzen. Ja, Don't Starve ist geil. Oh, guck mal. Oh, ich muss essen. Kochen. Oh, jetzt geht schon meine Lebensenergie runter. Viel habe ich ja nicht. Was kann ich noch? Samen hatte ich doch noch. Wo sind meine ganzen Samen? Ach hier. Oh. Gott sei Dank. Möhren habe ich noch. Essen. Jetzt habe ich letztes gesehen. Weil es gibt da so ein ganz bestimmtes Don't Starve Let's Play.
von... Ah, Mist, ich habe den Namen vergessen. Erzähle ich euch ja nächste Mal. Wenn es mir wieder einfällt. Die Blumen kann ich auch essen, ist ja interessant. Komm, wir hacken mal hier aus Langeweile einen Baum ab. Jo, da gibt's einen DLC, der ist aber noch nicht ganz raus. Der kommt noch, der heißt irgendwas mit Giants oder so. Da kommen dann viele zusätzliche Sachen noch dazu. Ich habe ja hier bis jetzt nur einen Bruchteil überhaupt ausge... Wachsen die Bäume da im Akkord nach? Nein, das da noch einsammeln. Wo ist meine Schaufel? Habe ich keine Schaufel mehr oder habe ich die in der Hand? Nee. Ich unterstelle mal, ich habe keine Schaufel mehr. So. Oh, dann muss ich den ja auch noch... Ich habe doch noch eine Schaufel gehabt, oder? Ich fäll mal den Baum hier noch. Oh, es ist bald Vollmond. Hier, leg mal Holz nach. So, können wir hier gleich nochmal... Nee. Zu weit weg, oder was? Pflanz, okay. Pflanz, okay. Pflanz, okay. So, können wir jetzt irgendwas Schönes craften? Eine Hasenfalle, noch ein Rucksack, oh, okay. Eine Dings wäre nicht schlecht hier, ein Ferkelsack. Ah, trägt einiges, aber macht dich langsam, oh, okay. Eine Strohrolle, schlafe die Nacht durch. Ist natürlich auch sehr cool, da müssen wir Seile craften. Mal gucken. Okay. Jetzt geht die Nahrungssuche wieder vor. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir Nahrung finden. Oder Dünger zum Beispiel für... Entschuldigt bitte, ich lasse immer den Mund so offen stehen, wenn ich so wegdrifte in mein Spiel. Und das sieht immer ziemlich dämlich aus. Dann habe ich den Mund immer offen. Tut mir leid. Aber so ist das nun mal. Ah, hier hoch. Ich will jetzt einfach mal zum Wurmloch in der Hoffnung. Ah, guck mal, hier können wir Gold ohne Ende abbauen, wenn wir eine Spitzhacke hätten. Haben wir nicht. Jo, aber Gold ist natürlich keine Nahrung, Uppermann. Ist wieder typisch. Baut hier Felsen ab wie ein Bescheuerter. Gold brauche ich gar nicht. Tag 8 schon. Oh, ja, ja. Zweimal Gold gleich. So, ich will aber mal hier ins Wurmloch. Das müsste ja jetzt hier sein. Hier. So, wir gehen das Risiko ein und springen ins Wurmloch, weil wir uns Nahrung holen wollen. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Oh, guck mal hier. Wo sind wir denn hier? Ah, okay. Man ist ja nicht in einer anderen Welt, sondern nur an einem anderen Punkt auf der Karte. Hier, Gras brauchen wir immer. Ich würde sogar fast unterstellen, dass hier gleich so einen bescheuerten... Hier, Hasendinger, genau. Wobei das vielleicht jetzt nicht so effektiv ist, oder? Machen wir uns mal ein paar Fallen. So. Und noch eine Falle, wa? So. So. Was ist das hier? Eine Blume, okay, nehmen wir. Kann man ja auch essen, scheinbar. Gras dürfen wir gar nicht liegen lassen, müssen wir mitnehmen. Oh ja, die dürfen wir nicht angreifen, die hatten wir ja schon mal. Aber wir können da gut den Kot gebrauchen. Weil damit können wir dann nämlich unsere Bärensträuche düngen. Damit das ein bisschen schneller geht.
Vielleicht sollten wir hier mal so eine riesige Hasenfarm eröffnen, indem wir hier überall... Was braucht man eigentlich da nochmal für? Gras und Zweige. Okay. Dann werden wir mal noch ein paar Fallen aufbauen. So, weiter geht's, weiter geht's. Ah, guck mal, da ist noch mehr Dünger. Wir haben immer noch nichts zu essen eingesammelt, fällt mir gerade ein. Wir könnten uns jetzt... Oh, noch mehr Dünger. Wir könnten uns jetzt nur hier irgendwie rumtreiben und dann... Ey, Dünger ohne Ende, Alter. Alter. Ich hab totalen Hunger. Da war noch Dünger, hätte ich natürlich mitnehmen können. Aber ich will jetzt erstmal was zu essen finden. Na gut, im Ernstfall machen wir uns hier ein kleines Lager. Krass, ich kann da kaum vorbeigehen an dem Gras. Oh, hier ist ein Spinnennest. Lieber nicht so nah rangehen, ich habe noch keine Waffen. Wann kann ich denn überhaupt mal eine anständige Waffe bauen, sag mal? Seil brauche ich dafür. Lass uns doch mal ein Seil craften, Mann. Ein Kompass ist ja geil. Seil. Mist, ich verhungere gleich. Och, Menno. Will nicht verhungern. Ja, wenn man so viel immer nur Gras sammelt, dann verhungert man natürlich, Ufo, Mann. Wo soll ich denn hin jetzt? Wo kann ich denn hier? Wo bin ich denn überhaupt? Da bin ich, hier sind die Spinnen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, vielleicht mal hier lang? Nein, hier ist zu Ende. Oh, Mist. Ich werde jämmerlich verhungern, ich sehe das jetzt schon. Ja, vielleicht ist ja im Lager schon was nachgewachsen, das ist jetzt meine Hoffnung. Oh, die Dunkelheit kommt. Oh, guck mal her. Können wir Zweige einsammeln. Vielleicht haben wir auch Glück und es ist schon jemand in die Falle gegangen. Ja, hier. Haben wir wenigstens einen Hasen. Komm, wir bleiben mal eine Nacht hier. So. Ist sie überhaupt richtig gesetzt worden hier? So muss es sein. Wenn wir mal den Hasen braten, ist wenigstens ein bisschen was. Kochen, meine ich. Da ist aber nicht viel bei rausgekommen. Jetzt haben wir noch die Blumen. Samen, okay, danke. Das war aber jetzt freundlich von dem Vogel. Noch mehr mal Gras mit. Vielleicht sollten wir uns sogar noch eine Falle bauen, was soll's. Ah, jetzt reicht's nicht mehr. Braucht man auch ganz schön viel Gras für die Fallen, ehrlich gesagt. Guck mal, nochmal Samen, gut. So überleben wir wenigstens ein bisschen. Okay. So. Komm. Das war jetzt wieder völlig irrational, warum ich wieder weggehe vom Feuer. Kann's wieder nicht abwarten. Jetzt können wir hier gar nichts weiter machen, wa? Wir müssen irgendwas craften, aber was? Quadratische Steine? Bretter? Lass uns mal zwei Bretter machen, dann können wir vielleicht, wenn wir wieder zurück sind... Irgendwas Schönes bauen. Oh. Aber ganz schön dunkel jetzt. So. Hört ihr jetzt auch, was ich höre? Oh Gott. Die Hunde bellen. Hier sind Hunde in der Nähe. Wir dürfen jetzt Feuer auf keinen Fall. Lieber ein bisschen mehr Feuer reinhauen.
ganz nah beim Feuer bleiben. Ich habe keine Waffen. Doch, den Bumerang habe ich. Ah, cool. Vielleicht hilft der mir. Oh, nein. Oh nein, 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 nein. Renne, renne. Oh Gott, wohin denn los? Die Dunkelheit hat mich verschluckt. Dämon zeigt sich. Nein, verflucht. Ah, 7 Tage. Mist. Aber dafür haben wir eine neue Belohnung. Oh, guck mal, jetzt stürzen wieder alle noch über mich her, über meine Leiche. Jetzt fressen die noch meine Leiche. Das ist ja unglaublich, oder was ist das? Guck mal. Oh, Feuer. Ach nee, das bin ich selbst, oder was ist das? Oh Gott, fürchterlich. Dieses Spiel geht absolut an die Substanz, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage an dieser Stelle, auf Wiehö.